Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen unsere beiden Freunde, die Schulterriemen. Und das sind die beiden hier, die die Harmonika auf unserem Körper fixieren oder festhalten. Und hier gibt es ebenfalls eine Faustregel. Ich sage jetzt noch einmal dazu, wenn du aus gesundheitlichen Gründen eine andere Einstellung brauchst, weil du am Rücken, an der Wirbelsäule, an den Schultern, an den Armen, wo auch immer, irgendein gesundheitliches Thema hast, dann bitte probier das für dich aus. Wiederum die optimale Einstellung für einen gesunden Durchschnittsmenschen, das ist folgende. Du merkst, bei mir sind nicht beide gleich lang. So. Und zwar ist der Riemen, der linke, auf der Bassseite, eine Spur kürzer. Und das hat einen Sinn, den sage ich dir gleich. Der rechte ist etwas länger. Ich kann es dir sogar sagen, wie das bei mir ist. Bei mir ist der rechte um ungefähr 2 bis 3 Löcher. Das kann man jetzt nicht so genau sagen, weil ja auch diese Löcher im Riemen unterschiedlich sind. Aber ungefähr um so viel ist er bei mir länger. Bei dir kann das weniger sein. Vielleicht ist es für dich auch optimal, wenn die Riemen gleich lang sind. Aber grundsätzlich ist es besser für die Gewichtsverteilung, wenn der linke Riemen, also der auf der Bassseite hier, wenn der etwas kürzer ist und der hier etwas länger. Denn so hängt das Instrument optimal am Körper und die Gewichtsverteilung vom Instrument, die geht dann auch optimal auf den Körper über, so dass du keine einseitige Belastung hast. Und das macht schon Sinn, das auszuprobieren. Vielleicht passt es bei dir schon, vielleicht möchtest du das aber auch einmal ausprobieren. Dann verändere mal die Weite der Riemen und schau mal, wo geht es dir besser damit. Das ist ein bisschen so ein ständiger Prozess. Es kann eine Zeit lang dauern, bis man es gefunden hat. Aber grundsätzlich der Bassriemen etwas, also der Riemen auf der Bassseite etwas kürzer und der Riemen auf der Melodieseite etwas länger. Dann hast du den optimalen Halt der Harmonika am Körper.